Oh, servus, wie geht's euch jetzt? Ich bin's, der Big Mecha. Willkommen zu einem neuen Lost in Translation Let's Play von LSD Dream Simulator oder Emulator, wie auch immer man das nennen will. Ja, ich glaube, es war Dream Emulator. Ja, ihr habt richtig gehört, LSD, aber nicht das, was ihr denkt. Damit ist jetzt irgendwie eine bestimmte Abkürzung gemeint. Da war's, glaube ich, gerade gewesen. Würde mal der scheiß Text einfach nur da bleiben. In Logic, verdammt, diesmal ist der Text schon wieder weg. Also in Logic the Symbolic Dream. Okay, also in Logic the Symbolic Dream. Dafür steht LSD. Okay. Ja, darum geht's eigentlich quasi. In dem Spiel erleben wir quasi Tag für Tag einen Traum. Und mit jedem Tag wird der Traum immer bizarrer. Wir können auch den Traum innerhalb des Spieles verändern, indem wir irgendwelche Objekte, die wir in den Traum finden, anfassen. Oder irgendwelche Gebäude, Häuser, Wände. Alles, was wir anfassen, verändert irgendwie den Traum ins Positive oder Negative. Ich weiß nicht, ob es wirklich was Positives oder Negatives gibt. Auf jeden Fall starten wir gleich mit Tag 1. Ziel des Spiels werde ich euch dann gleich erklären, sobald dieser Traum zu Ende geht. Ja, der Traum kann hier zu Ende gehen, ganz normal, als würdet ihr normal träumen. Da hört der Traum auch irgendwie dann plötzlich abrupt auf. Und ja, ja, großartig, es gibt nichts dazu zu sagen. Was kann ich eigentlich noch dazu sagen? Ja, am besten zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber euch ist sicher aufgefallen, dass das hier diesmal kein Nintendo DS-Game ist, das ich normalerweise immer zocke. Das ist diesmal ein PlayStation-Game. Ja, ganz recht, ich werde diesmal ein PlayStation-Game let's playen. Ich werde auch demnächst öfters da mal alte PlayStation-Games, die niemals außerhalb von Japan erschienen sind, in mein, ja, Raster von Let's Plays nehmen. Habe ich mir jetzt mal so vorgenommen, jetzt wo ich den Emulator dazu habe. Und gehen wir mal erstmal da rein. Okay, ein Sumo-Ring. Cool. Bizarr. Mir gefällt der rote Hintergrund da hinten nicht. Wie gesagt, das ist alles ein Traum. Das ist alles ein bisschen bizarrer als hier. What the... Bleib hier! Ich hab dich... Nein, ich fass dich nicht an. Du bist nur unheimlich. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Okay, ich touch doch einen von denen an. Das Spiel an sich ist eigentlich ziemlich obskur. Wie gesagt, es ist niemals außerhalb von Japan erschienen. Ich kann auch irgendwie ein bisschen die Gründe sehen. Ich glaube nicht, dass ein solches Spiel irgendwie kommerziellen Erfolg hätte in den Staaten oder in Europa. Weil dafür ist das Spiel doch ein wenig abstrakt. Pyramide! Ich fasse die Pyramide an. Ah, verdammt, da war der Eiffelturm oder Tokyo Tower gewesen. Ich bin schon wieder in meiner Wohnung. Okay. Warum? Weiß ich nicht. Einfach so. Gehen wir mal die Treppen hoch. Nur so, weil das ja ein PlayStation-Game ist, ist die Steuerung an sich ein wenig bockig. Also richtig bockig, wenn man es mal so sehen will. Weil zu Anfangszeiten der PlayStation, sage ich jetzt einfach mal so, gab es ja noch keinen Analog-Joystick. Also damals gab es ja nur diesen Controller einfach ganz normal mit Tasten, Steuerkreuz und vier Tasten. Und das war's eigentlich. Okay, es gab noch die Schultertasten, aber das ist ja halt die standardgemäßigen Sachen. Und ja, deswegen kann ich auch meinen Analog-Joystick nicht hier verwenden. Also bewegen und umsehen, also links nach rechts, mache ich alles per Steuerkreuz. Ich kann nach oben und nach unten gucken mit, also ich soll es erklären, ich spiele das auch ganz am Laptop mit dem Gamepad und die Tastenbelegung ist dieselbe wie auf einem PS1-Controller. Also mit der Dreiecktaste, also beziehungsweise der Pyramide, sehe ich nach oben, oder? Sehe ich nach oben? Also auf jeden Fall mit Taste 2, die eigentlich die X-Taste sein müsste, gucke ich nach unten. Und irgendwie konnte ich auch noch nach oben gucken, aber ich weiß nicht mehr, wie genau das geht. Okay, mit den Schultertasten kann ich mich umdrehen. Ah, okay, es war also die andere Schultertaste gewesen. Ja, mein Controller ist nach dem PS2-Modell, ja, gestaltet. Und insofern war es ein bisschen scheiße, die Tasten irgendwie richtig zu belegen. Egal, wo gehe ich jetzt am besten hin? Sehen wir uns mal in den Traum um.
Ich habe viele andere Let's Plays davon gesehen, von diesem Spiel. Und die Leute haben es ziemlich erschreckt. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt keine Ahnung, warum. Das Spiel soll sehr unheimlich sein. Das Einzige, wovor ich mich mal wirklich erschreckt habe oder richtig erschreckt habe, war einfach die Reaktion von den Leuten. Ich glaube, das ist meistens immer so, wenn man das Spiel dann selber spielt und dann hofft, dass der Traum ist zu Ende gegangen. Okay. Der Traum ist zu Ende gegangen. Das kam unerwartet. Okay. Ah. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. So, gucken wir mal, ob ich das Ganze abspeichern kann. Speichern. 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 Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe, um auf den Startbildschirm zu kommen, oder beziehungsweise Speicherbildschirm. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich gespeichert habe. Hoffe ich jedenfalls. What the fuck? Okay, ich bin irgendwo in Japan. Ja, ja, ich habe meinen alltäglichen Spruch vergessen. Das Spiel ist komplett in Japanisch. Ich verstehe also kein Wort von dem, was hier steht. Wenn halt mal irgendwann mal Text auftauchen sollte. Wenn ihr Japanisch versteht und Texte lesen könnt, gut für euch, schlecht für mich. Weil ich werde mich hier einfach nur so gut wie es geht durchklicken. Was eigentlich auch der Sinn vom Spiel ist. Ja, genau, ich habe vergessen zu erwähnen, was, glaube ich, das Ziel des Spiels ist. Und zwar, ihr habt doch da gesehen, den einen Bildschirm, wo da hier ein viereckiges Quadrat geblinkt hat. Das war quasi ein Traum gewesen, der hier, what the fuck? Der hier geblinkt hat. Ja, genau hier. Und ich glaube, das Ziel des Spiels ist es, einfach den Traum zu füllen. Also, beziehungsweise hier dieses Bild von irgendeinem Dämon oder sowas komplett aufzufüllen. Dann ist das Spiel anscheinend vorbei. Glaub ich zumindestens. Tag 3, ich speichere ab. What the fuck? Ich würde wirklich so gern wissen, wie ich hier eigentlich abspeichern kann. Oder ob ich überhaupt abspeichere. Falls ich nämlich mal anfangen sollte, irgendwelche anderen PlayStation Games zu Let's Playen, wäre das ein bisschen schlecht, wenn mein Spielstand plötzlich weg wäre. Habe ich aber jetzt schon einen Break gemacht. Ich sollte mal einen Break machen. Sehen wir uns mal erst hier ein bisschen um. Bizarre Sachen. Nein, ich sehe hier nichts Bizarres. Oh, was ist das hier? Drache. Cool. Auf jeden Fall, jetzt mache ich einen kurzen Break. Puh, Gott sei Dank braucht der Ladebildschirm etwas länger als gedacht. Halt, wartet. Ugh, ja, ich muss erst das eigentliche Fenster mit dem Spiel anklicken, okay? Jetzt sollte es funktionieren. Okay, ich weiß nicht, wo ich gelandet bin. Sieht mir nach einem Hafen aus. Hier ist... Wow, 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 Flugzeug. What the fuck? Okay, ich habe eigentlich nicht das Flugzeug angestarrt, sondern vielmehr den Matrosen, der da stand. Zu dem wollte ich eigentlich hingehen, aber okay. Bitte nicht über die Grafik beschweren, das ist ein ziemlich altes PS1-Game. Also nicht verwundern, wenn das Flugzeug ein bisschen abstrakt aussieht. Okay, das war Traum Nummer 3 gewesen. Oder? Oder Nummer 4. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich speichere wieder ab. Oh Gott, ich weiß gar nicht mal, ob ich wirklich speichern kann in dem Spiel. Jedenfalls, weiter geht's im Klappentext. Ja, die Musik fängt schon gut an. Okay, wo bin ich hier gelandet? In einer japanischen Stadt? Okay. Ja, das ist der Ort, wo ich die anderen Let's Players gesehen habe, wo die auch meistens gelandet sind. Halt, stehen geblieben! War das ein Tango gewesen? Ich weiß gar nicht, was das war. Ihr könnt mich auch bitte eines Besseren belehren. Okay. Wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Korridor. Wow, 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 wow. Okay. Ähm,
bevor schon wieder das Fenster wegkracht, gehe ich lieber in eine Tür hinein. Welche Tür nehme ich? Ich nehme diese Tür. Oder? Ja, diese Tür. Sieht lustig aus. Okay, was mit der komischen Techno-Musik? Wo zum Teufel bin ich denn hier? Toller Sound für... Halt, wo bin ich überhaupt hier? Okay, ich habe jetzt einen ziemlich kindischen Traum, sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich sehe hier überall Tetris-Blöcke rumfliegen. Für mich sieht das aus wie Tetris-Blöcke, also bitte richtet nicht über mich. Und da oben ist die Sonne. Okay. So, was ist da vorne? Ich habe da vorne was gesehen, dass da was da ist. Bitte lass es irgendwas Interessantes sein. Okay, Zwerge. Tatsch ich den Zwerg an. So, wo bin ich jetzt gelandet? Okay, das ist die Londoner Brücke. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Ding heißt. Die Brücke. Auf jeden Fall, das war eine Windmühle. Das hier ist... Ist das der Eiffelturm oder der Tokyo Tower? Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich glaube, das ist der Eiffelturm. Ja, ich sag, das ist der Eiffelturm. Fass ich mal den Eiffelturm an. Obwohl, war der Eiffelturm Bronze gewesen oder was auch immer man diese Farbe nennt? Braun? Ich glaube nicht. So, wo zum Teufel bin ich hier gelandet? Ich bin verwirrt. Okay. Da oben ist der Mond. Okay. Cool. Wo geh ich hin? Wo geh ich hin? Wo geh ich hin? Ich dachte die Figuren. Ich würde mir Gedanken machen, hätte ich solche bizarre Träume. Jetzt bin ich schon wieder hier gelandet. What the fuck? Okay, was mache ich jetzt hier? Sehe ich mich mal. Oh. Da geht's ja noch weiter. Wow, 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 wow. Cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Okay, da ging's den Gang hinunter. Was ist hier? Oh ja, das Video, wo ich gesehen habe zu diesem Spiel, da war auch irgendwas gewesen. Das ist hier irgendwie um die Ecke. Käfige. Käfige. Okay, fassen wir mal die Käfige an. Na gut, wir haben es jetzt nicht gesehen, das was so bizarr war. Auf jeden Fall ist die Musik jetzt ein bisschen komisch gewesen oder bizarr geworden. Wow, 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 wow. Was ist das für ein Geräusch? Regenbogen! Oh, nicht ein Regenbogen. Ja, da kann ich aber nicht lang. Was ist das für ein komisches Geklacke? Ist es die Sonne da vorne oder was? Eine rote Sonne, okay. Sollte nichts Gutes bedeuten, eine rote Sonne. Ja, und das war quasi unser Sound gewesen, wenn wir über eine Holzbrücke laufen. Ja. So, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Vielleicht hätte ich doch einfach mal einen Baum anfassen sollen oder... Oh, 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 oh. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Lucky, ich habe was gefunden. Eine Wand. Ja, hat die Wand auch irgendwo einen Eingang, wo ich mal reinlaufen kann? Also das muss eine Stadt sein. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das eine Stadt ist, aber ich finde den Eingang dafür nicht. Und wäre der Traum heute jetzt mittendrin auf, da wäre ich ja ziemlich angepisst. Okay, es gibt keinen Eingang. Du bist scheiße, Stadt. Okay. Ach nee, ich bin schon wieder hier gelandet. Ja. Ja, ich glaube... Nein, oder? Das ist irgendwas anderes. Love. Ja, wir brauchen alle ein bisschen Liebe. Ich fasse jetzt mal das Lovehaus an. Ja, ja, ja. Ja, ich bin schon wieder hier gelandet, aber diesmal... Der Matrose ist nicht da, das ist kacke. So, sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier sind Lagerhäuser, Hütten oder was auch immer das hier sind. Gehen wir mal hier rein, mal sehen, was ich hier drin entdecke.
Okay. Nichts Interessantes hier drin. Laufen wir weiter. Wow, wow, was hat er gerade gerufen? Oder sowas? Auto? Straße? Drogen! Rote oder blaue Kapsel? Die Matrix. Ah. Okay, bin in irgendeiner Stadt gelandet. Ganz offensichtlich. Okay. Ah, warum hat das Auto ein Loch? Ein Loch in der Scheibe? Loch, Loch. Okay, wir können das Auto nicht antatschen. Schade. So, sehen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufen soll. Ich laufe jetzt einfach planlos durch die Gegend. Und hoffe, dass ich irgendetwas Interessantes finde. Wir gehen nochmal auf die Straße. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht im Kreis. Das wäre ein bisschen kacke. Einsam und verlassen. Forever alone. Nein, ernsthaft. Es ist so gut wie niemand auf den Straßen. Ich vermisse ein paar Leute. Beziehungsweise die Matrosen, den ich gesehen habe. Wir haben einen ziemlich einsamen Traum. Ich habe das Gefühl, ich bin im Kreis gelaufen. Nein, das Auto. Oder? Nein! Ah, wunderbar. Jetzt hat das Auto mir noch gar nichts gemacht. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Okay, das war bizarr gewesen. Der Fahrer hat Selbstmord begangen. Okay. Oh Gott, meine Aufnahmezeit läuft wieder davon. Ach, ich muss wieder einen Break machen. Leute, ich bin gleich wieder... Ha, so kann ich auch abspeichern, beziehungsweise Pause machen. Wunderbar, indem ich einfach auf ein anderes Fenster klicke, in dem Fall auf mein Aufnahmefenster. Wunderbar, ich mache jetzt nochmal einen kurzen Break und dann geht's gleich weiter. So, wunderbar, das sind wir wieder und jetzt gehen wir mal weiter. Die Musik ist schon wieder bizarr geworden. Ach Gott, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Hier war rotes... Oh! Ah, elender Wichser. Den Typ, den ihr gerade gesehen habt, der plötzlich aufgetaucht ist. Ja, der ist dafür verantwortlich, dass unser Traum schneller zu Ende geht. Also, wenn wir den treffen, dann, ja, und der uns berührt, erscheint erstmal ein kurzer weißer Blitz. Das zeigt, dass unser Traum sich langsam dem Ende zuneigt. Also, wenn wir den Typ öfters das sehen, geht mein Traum schneller zu Ende. So, speichere jetzt nochmal ab. Ich hoffe wirklich, dass ich hier in dem Spiel abspeichern kann. Das würde mich nämlich ziemlich ankotzen, wenn ich wiederkommen würde und das Spiel wäre nicht abgespeichert. So. Jedenfalls, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich werde das Spiel zwischendrin ab und zu nochmal let's playen. Wie gesagt, das Spiel an sich ist extrem simpel. Was eigentlich mehr, sag ich mal, das Spannende ist, sind einfach die bizarren Sachen, die in dem Spiel passieren. Aber ansonsten, die Mechanik, Spielmechanik ist ziemlich, als würde es man aus einem Lehrbuch haben. So, und nochmal zum Schluss ein bizarres Video. Industriegebiet. Ah. Was soll ich jetzt davon halten? Ach ja, übrigens. Ich hatte gedacht, die Musik spielt ein bisschen rum, aber die Musik im Spiel an sich war in Ordnung gewesen. Also ich gehe mal davon an, dieses Psychedelische, also das, was ihr jetzt gerade hört, ist einfach so gewollt. Okay, nehme jetzt einfach mal so hin. Ich habe nämlich wirklich am Anfang geglaubt, der Sound ist irgendwie ein bisschen bizarr. Und die Szene habe ich auch schon mal gesehen. Jedenfalls, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, wieso nehmt ihr nicht einfach dafür die Daumen hoch oder fügt es zu euren Favoriten hinzu? Ansonsten, wenn euch das Video so sehr gefallen hat, wieso abonniert ihr mich nicht einfach, um noch weitere Let's Plays von mir zu sehen? Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich wünsche euch noch was. Ciao!